Moin Leute, grüße euch und willkommen zu einem Video in ungewohnter Umgebung. Ja, aus gegebenem Anlass, ich habe seit ein, zwei Tagen tatsächlich Probleme, in Anführungszeichen, mit meinem Fahrzeugschlüssel. Fahrzeugschlüssel vom Golf 8 oder auch ja so baugleich quasi in den ganzen Passats und so, glaube ich, eingesetzt und Tiguans und hast du nicht gesehen. Und hier unten ist ja der Notschlüssel drin, ne? Der Notschlüssel an dieser kleinen Lasche hier, da hat man mittels dieser kleinen Entriegelung die Möglichkeit, wenn man darauf drückt, den rauszuziehen, falls gar nichts mehr im Auto gehen sollte, dass man zumindest noch reinkommt, ja? Das Problem ist jetzt bei mir, der löst sich immer und der rastet hier nicht mehr ein. Ja, normalerweise schiebt man ja hier so zurück, schwupps, klickt den da so ein und das passiert nicht mehr. Der rastet nicht mehr ein und geht kontinuierlich raus. Ich dachte, okay, keine große Nummer, gehst du zu VW und schnackst das mit dem mal ab. Gesagt, getan und gut, ich war jetzt beim Teiledienst und der Mitarbeiter hatte das quasi ad hoc aus dem Stehen versucht, mir zu helfen. Hat es nicht hinbekommen, diesen Mechanismus wieder gangbar zu machen. Und die Aussage war dann quasi, ja, im Zweifel wird da ein neuer Schlüssel benötigt. Neuer Schlüssel kostet 400 bis 450 Euro mit Anlernen brutto für den Endverbraucher. Und das kann ja irgendwie nicht so richtig die Lösung sein, dass man hier wegen dieser Verschluss, wegen dieses Verschlussmechanismus einen neuen Schlüssel braucht, weil der funktioniert ja super. Er öffnet, schließt, alles wunderbar, bloß eben dieser Clips hier ist kaputt irgendwie. Ich habe jetzt hier nebenbei schon meinen Ersatzschlüssel mitgebracht und will mal zeigen, normalerweise, ne, man holt den hier so raus, so, und steckt den dann hier auch wieder ein und zack, jetzt ist er fest und kommt von alleine nicht mehr raus. Ich habe jetzt hier schon eruiert, dass dieser Mechanismus hier oben, ja, dieses komische Ding, ja, sieht man das hier? Das hier, das fährt bei dem anderen Schlüssel nicht mehr aus, ja. Also um ihn mal anzuhalten, sieht man das hier einigermaßen. Unten ist jetzt sozusagen der Ersatzschlüssel und oben ist der richtige Schlüssel. Und diese Lasche hier, die hängt irgendwie fest. Und das wollen wir mal versuchen, in Angriff zu nehmen. Ich hatte mal gegoogelt, es gibt tatsächlich ein, zwei Leute, die das gleiche Problem hatten. Und die tatsächlich dann noch in der Fahrzeuggarantie drin waren, einen neuen Schlüssel bekommen haben. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen, das ist nicht so richtig zweckdienlich. Deswegen, wir probieren mal gleich hier das hier zu lösen irgendwie. Ich habe mir hierzu mal eine Pinzette mitgebracht und als Bewaffnung und so einen Zahnstocher, wobei das ist wahrscheinlich mehr ein Schaschlikspieß. Und versucht da jetzt mal, das hier irgendwie wieder gangbar zu machen. Und ja, wenn das was wird, ne, dann sage ich euch, wie es geklappt hat. Ansonsten lasse ich das einfach einen Zeitraffer durchlaufen. Und ja, schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie wieder geregelt bekommen. Es scheint tatsächlich so, vielleicht kann man es hier nochmal sehen, das ist der Schlüssel, der richtig funktioniert. Ich zeige das mal hier mit diesem Zahnstocher-Ding. Das Ding müsste, wenn der Schlüssel draußen ist, auch richtig ausgeklappt sein. Ja? Und das scheint jetzt hier bei dem Schlüssel, der irgendwie gerade ein bisschen Mucken macht, nicht der Fall zu sein. Und ich habe gerade versucht, schon mit dem Ding hier ein bisschen was zu drehen und der hängt ziemlich fest. Was ich bislang gemacht habe, man muss jetzt diese Verschlusstaste hier quasi eindrücken und dann kann man das so ein bisschen runter ziehen. Ja, ich hoffe, dass ich den jetzt einfach wieder rausziehen kann sozusagen und dann den Schlüssel sozusagen wieder einsetzen. Dafür brauche ich jetzt aber beide Hände. Das wird also ein bisschen schwierig, aber wir gucken mal. So, das ging jetzt doch ein bisschen einfacher als gedacht. Tatsächlich, was ich gemacht habe, durchgehend auf die Entriegelungstaste gehalten mit einem Finger und dann mit so einem, ja, mit so einem Zahnstocher-Ding, dass dieses kleine, ja, diesen Schließmechanismus einfach nach unten gezogen, ein bisschen mit Gewalt. Der ist jetzt auch irgendwie, hat zum Groß einmal Klick gemacht, eventuell ist der jetzt auch ganz kaputt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich hoffe, wenn man jetzt den Schlüssel hier wieder einsetzt, dass der richtig greift und dann auch verschlossen bleibt. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ne, den Ersatzschlüssel hier, wo haben wir denn hier, zack. Und den machen wir jetzt hier rein, ne? Und na, und dann müsste der sich hier in der Theorie jetzt wieder festhaken. Und klick. Und wups, da ist er wieder fest. Gucken, ob es das wieder geht hier. Ich drücke mal einmal hier rauf. Für den Regelungstaste ziehe den Schlüssel raus.
Das Ding hat sich wieder nicht richtig arretiert hier unten. Das scheint also echt einen weg zu haben. Muss mir jetzt ein bisschen nachhelfen. Aber so wäre es zumindest, ja, ich sag mal, halbwegs wieder repariert. Also ehrlicherweise, der Schlüssel scheint tatsächlich kaputt zu sein, denn dieses kleine Plättchen hier fährt nicht richtig mit aus. Ihr seht das hier wieder, ne? Ich ziehe den raus. Und normalerweise müsste der sich hier komplett mit aufstellen, was er nicht macht. Also der Schlüssel scheint tatsächlich kaputt zu sein, ja, von der Idee her. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber so ginge es zumindest, dass der sich richtig festhält. Ja. Klack. Und ist richtig fest. Okay, dann mache ich wieder die Kappe drauf. Ja. Und dann probieren wir es jetzt nochmal hier. So. Okay, dann kommt er wieder richtig raus hier. Jetzt hat er das gemacht. Okay, gut. Das heißt, relativ simpler Fix. Ein Glück, kein neuer Schlüssel für 450 Euro wie von VW in Aussicht gestellt. Gut, man muss sagen, das war jetzt auch auf dem Tresen da beim Teiledienst ein bisschen schwer, das direkt aus dem Stehen hinzukriegen. Deswegen seht es ihm nach, sage ich mal, den VW-Mitarbeiter. Aber ja, so könnt ihr es dann selber reparieren, wenn ihr das denn auch das Problem habt. Ich habe, wie gesagt, davon schon ein, zwei Mal im Internet gelesen. Scheint ja Golf 8, beziehungsweise generell alle, die den Schlüssel haben, ne? Wahrscheinlich Passat, Tiguan, T-Roc, der neue Golf und drum und dran. Ne? Dann wisst ihr jetzt, wie ihr den Schlüssel wieder gangbar kriegt. Gut, dann, ich freue mich, dass es jetzt doch so fix ging. Ich dachte, das wird ein bisschen schwieriger. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like, wie auch immer. Und dann sehen wir uns im Zweifel beim nächsten Mal. Bis dahin.